Jetzt sitze ich hier in Nizza in meinem Chat und ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Weil die ganze Zeit in Monaco war so schön. Aber ich muss ja nach Ibiza. Und es ist schon merkwürdig. Vor einigen Wochen bin ich nach Mexiko geflogen von Frankfurt. Und da haben die alle gestreikt am Frankfurter Flughafen. Und 37.000 Passagiere hingen fest. Und keiner kam weg, außer die First Class fliegen mit Lufthansa. Weil Lufthansa hat ein eigenes Terminal für First Class, ein eigenes Gebäude. Und da konnte man natürlich, wenn man es sich leisten kann, damit fliegen. Und da wurde nicht gestreikt. Da kam ich also pünktlich an. Und jetzt habe ich mitgekriegt, dass hier in Frankreich morgen auch alle streiken für einen Tag oder zwei. Und da kommt man gar nicht weg. Auch nicht mit dem Privatjet. Weil ja die Lotsen ja einen einbiegen müssen. Starterlaubnis und das ganze Zeug. So, und jetzt habe ich die schwierige Entscheidung treffen müssen. Bleibe ich in Monaco oder gehe ich nach Ibiza? Oder bleibe ich in Monaco oder gehe ich nach Ibiza? Oder lasse ich mich auf das Risiko ein mit dem Streik? Solche schwierigen Entscheidungen muss man dann halt auch treffen. Ne? Und naja, ich habe mich jetzt entschieden für Ibiza, habe meinen Pilot angerufen und habe gesagt, lass uns gleich abhauen. Jetzt müssen wir halt Monaco verlassen, fliegen wir nach Ibiza. Man hat es nicht leicht im Leben, deswegen immer Kopf hoch, fleißig sein, positiv denken. Am Ende wird doch alles gut. Habt viel Spaß, ich liebe euch alle.